Die AFL-Saison 2014 startet genau heute und zwar mit der Begegnung Raiffeisen Vikings gegen Sparko Raiders Tirol. Wir stellen uns natürlich folgende Fragen. Gelingt es den Tirolern heute endlich Revanche zu bekommen oder starten die Wikinger eventuell schon wieder mit einer Perfect Season? Bei Wind und Wetter bringen wir euch die Höhepunkte des Spiels. Im ersten Saisonspiel erwischten die Raiffeisen Vikings einen Traumstart. Zuerst stoppte die Verteidigung der Wikinger den Angriff, ehe US-Import Emmanuel Moody für die ersten Punkte des Spiels sorgte. Doch die Antwort der Raiders kam postwendend. Running Back Hofbauer sorgt für den 7:8 Ausgleich. Die Antwort der Vikings wiederum war spektakulär. Quarterback Ross findet zu Wide Receiver Walch zum nächsten Touchdown. In der Folge gelangen sowohl Vikings als auch Raiders ein Touchdown. Das letzte Wort hatten die Vikings und erneut war es spektakulär. Running Back Moody läuft sensationell in die Endzone. In der zweiten Halbzeit wurde das Wetter zum Faktor. Der einzige Touchdown der zweiten Halbzeit gelang den Vikings. Endstand 41:14. Das erste AFL-Spiel der Saison ist hiermit vollbracht. Die Wikinger gehen mit 41:14 wieder als klare Sieger hervor. Woran das liegt, das erfragen wir jetzt. It was a lot of fun. It was a lot of fun. You know, it was the first time in a long time that I've been on the offensive side of the ball. But, you know, we have a great coaching staff and they made it really easy, my job really easy. The players made my job really easy and they did a great job today. So it feels really good to come out here and beat the Raiders opening game and have a good feeling going into the 2014 season. It's a great feeling and great atmosphere with the fans. It's a good tradition here. It's good to be part of it. What do you think is the best thing that you can contribute to the Vikings? Score touchdowns and help the team win and don't fumble. Hat uns sehr gefreut, euch heute in Wien zu haben. Leider hat es nicht ganz für den Sieg gereicht. Wie war denn das Spiel aus Ihrer Sicht? Na gut, wir haben ganz gut angefangen. Hatten dann aber so absolute Tiefschlafphasen kurz vor der Halbzeit, wo wir zwei schnelle Touchdowns erlaubt haben. Wir müssen einfach viel konstanter spielen, um die Vikings wirklich zu gefährden. Es ist immer ein schwerer Gang auf die hohe Warte, immer schwer hier. Die haben seit 2011, glaube ich, nicht mehr verloren auf der hohen Warte. Es ist schwer von Haus aus. Aber ich glaube, wir haben uns ein bisschen unter Wert verkauft. Wir sind besser als das und das wissen die Jungs auch. Und jetzt ist es an uns am Schopf zu greifen, hochzuziehen und weiter wieder rauszuholen aus dem Loch. Wie werden Sie das machen? Oh ja, wir haben da so unsere Technik. Und die Jungs verstehen auch, die wissen ja, wir haben gute Footballspieler. Wir müssen einfach jetzt uns sammeln und die Fehler analysieren. Und wir haben das Video noch nicht gesehen. Vielleicht sind das auch alles erklärbare Sachen. Wir müssen einfach mal schauen, was da passiert ist. It was a fun game. You know, we obviously didn't get the outcome we desired. We made some mistakes, but at the end of the day, you know, we got this week to clean it up and we got 10 more games ahead of us, so we're going to come out each week and get better and show up on Saturday next week. So, why do you think the Vikings are so hard to beat? They got a sound team. You know, they're very disciplined. They do a lot of things right. So, you know, for a team to overcome that, you know, we got to be disciplined as well and we got to make strides in the right direction. But they're a good team. They're well coached. Die Vikings werden als nächstes auf die Prague Panthers treffen und die Raiders auf die Dragons. Das Team von Sportreport wird auch dann wieder berichten.